Hallo Wittenberger, herzlich willkommen, Umgebung, die Mitte, Unternehmer, Landwirte. Und erstmal habe ich hier als erstes unter unseren Eskibon-Fans. Der ist am 30.04. in Tangermünde. Also wer da Interesse hat, von 16 bis 19 Uhr, ist ein Dienstag, kann sich daran beteiligen, dort mit hinzufahren. Des Weiteren, ich sehe heute die Teilnehmerzahlen, wir zählen mal durch. Wenn wir wieder rund um die 300 Leute sind heute, machen wir auch nächste Woche nochmal eine Veranstaltung und am 1. Mai. Sollten wir wohl 200 Leute sein, dann brechen wir hier heute ab und treffen uns im September wieder kurz vor den Landtagswahlen. Ja, nur dass hier alles schon mal Bescheid ist. Ansonsten die Veranstaltung wie immer, ganz normaler Ablauf, so wie immer, ohne Probleme, wünsche ich mir natürlich. Und ansonsten hoffe ich, habt ihr nicht verlernt. Die Ampel muss weg! Wir sind die Mitte! Die Ampel muss weg! Wir sind die Mitte! Dankeschön! Auf geht's! Nur mal kurz zur Information.
So, das haben wir gerade schon mal lauter gehört. Die Abwehrmus! Weg! Wir sind die! Weg! Die Abwehrmus! Weg! Wir sind das! Wohl! Die Abwehrmus! Weg! Wir sind die! Weg! Die Abwehrmus! Weg! Wir sind das! Wohl! Guten Berg und Umgebung, ihr wart klasse. Dankeschön! Bitte! Also wir haben unsere Wünschetabelle immer noch zu stehen. Wer eine Pest für Potsdam hat, kann gern abgehen. Wie geht's weiter? Das Auer-Team hat entschieden, dass wir nächste Woche nochmal da sind. Wir würden uns aber dann nächste Woche auch von euch verabschieden und euch eigentlich schon ankündigen, dass wir im September wieder da sind. Kurz vor den Wahlen. Schlussendlich kannst du ja verstehen. Schönes Wetter, Garten, ein bisschen was man auch hat, muss man natürlich unterhalten. Machen wir natürlich. Die Abwehr muss! Weg! Wir sind die! Bitte! Die Abwehr muss! Weg! Wir sind das! Voll! Wir sind das! Voll! Wir sind das! Voll! Dankeschön! Bitte! Haben wir heute noch Redebeiträge? Andi, kommst du mit her, Leiter halten? Hier, oder? Ich wollte nur mal eins loswerden, und zwar an die erste Reihe mit. Wir sind nicht zum Spaß hier, dass hier rumgealbert, rumgeschubst. Wir haben Behinderte und auch Rentner hier, die nicht so schnell stoppen können. Das wollte ich mal sagen. Dankeschön. Ja, jeder kann seine Meinung frei äußern. Ich sehe das ein bisschen anders, auch wenn hier Jugendliche und Kinder dabei sind. Wie gesagt, die waren lange genug eingesperrt zu Corona-Zeiten. Wir wissen alle, wie das abgelaufen ist. Wegen meiner können hier 500 Jugendliche beim LKW tanzen, das ist mir alles scheißegal. Sollen sie machen. Im Namen Wittenberge, bisschen dünn heute. Aber wenigstens der harte Kern hier. Und wenn wir dann nächste Woche vielleicht wieder mehr über die 200 bis 300 kommen, wäre das ja nicht schlecht. Es gibt genügend Probleme in diesem Land und ich verstehe überhaupt nicht, ich kann nur einen Satz dazu sagen. Wer schweigt, stimmt zu. So einfach ist die Geschichte. Anders kann man das nicht benennen. Jeden Tag wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Der eine redet von Fahrverboten, der nächste lässt sich sonst was einfallen. Leute, ich habe so das Gefühl, uns geht es allen noch ein bisschen zu gut. Viele, viele Betriebe machen zu oder verschwinden aus Deutschland und hauen ab. Das nimmt man so beiläufig mit. Die 50 Größten sind schon weg. Und jeder von diesen 50 Großen lässt kleine zurück und die gehen kaputt. Und wenn das bei jedem Einzelnen erstmal ankommt, dass dann vielleicht an der Ecke der Bäcker zu ist, weil er keine Kundschaft mehr hat, dann wird auch der Letzte merken, dass der Zug abgefahren ist, aber dann ist es zu spät. Dann brauche ich mir auch keine Platzkarte mehr lösen. Ich kann es nicht kapieren. So schön wie das geht ein bisschen private Glück, dass man sich auch sichern muss. Das ist richtig, das braucht man. Aber ich kann es nicht kapieren, dass das Vorrang haben kann von dem, was unsere Zukunft angeht. Die Zukunft unserer Kinder, unserer Enkel, unsere eigene Zukunft, die Zukunft unserer Alten, die in diesem wunderschönen Land in manchen Pflegeheimen nur verrotten, statt gepflegt werden. Wenn ich mir überlege, dass sich Minister hinstellen und nach Lazaretten schreien und bunkern, währenddessen unsere Schulen zusammenbrechen, wo der Kalk von den Wänden um die Welt rieselt und den Kalk in den Köpfen der Lehrer, die viel zu alt sind, von denen wir viel zu wenige haben. Ich will keinen von der Lehrerschaft beleidigen, aber es ist an dem Punkt angelangt, wo es nicht mehr geht. Vielleicht steckt dahinter auch eine Absicht, weil ein dummes Volk regiert sich besser. Und wenn wir dabei zusehen, dann ist es unsere Mitschuld, wenn es so kommt, wie es kommt. Deshalb nächste Woche nochmal laut und lauter vor den Landtagswahlen nochmal richtig Ballett. Und vielleicht ist bis dahin so viel passiert, dass mit der letzte Mal mitkriegt, was einfach abgeht. Ich denke, ich habe es ja schon gesagt, vielen geht es einfach noch zu gut oder die suchen die Schuldigen bei wen anders oder begreifen es einfach nicht. Ich kann es nicht kapieren, es ist schade. Und wir hätten, glaube ich, viel, viel, viel schon mehr erreicht, wenn sich in der ganzen Republik die Leute mal auf Bewegung machen würden. Ich habe mir ab und zu mal auf YouTube Videos angeguckt, wie es in Süddeutschland abgeht, in Nürnberg.
Sogar im katholischen Passau waren die Leute auf der Straße. In Regensburg, in München, in Augsburg, in Frankfurt am Main und sogar in Düsseldorf auf der Köln. Leute, es kann nicht sein, dass wir resignieren. Wir dürfen nicht resignieren. Wenn wir resignieren, haben die leichtes Spiel. Dann sagen die sich, oh, wir sind ja mit allem einverstanden, dann können wir die Kurse weitermachen. Nee. Und nochmals, ich sage das ja fast jedes Mal und ich sage es wieder, ich möchte dieser Bundesregierung, angefangen beim Kanzler, mit allen seinen Ministern, meine tiefste Verachtung aussprechen. Meine allertiefste Verachtung. Diese Leute haben ein Amtseid geschworen. Und wenn ich in guten deutschen Worten sagen kann, die scheißen drauf. Denen ist es egal. Es kommt da nichts mehr. Und jetzt nochmal anzufangen, ich will da noch Schluss machen. Der Corona-Bericht. Mehr Schwärzen als in meiner Stasi-Akt. Das finde ich hochinteressant. Ernsthaft. Und wer was schwärzt, hat was zu verbergen. Und das gehört aufgearbeitet, das müssen wir fordern. Was damals gelaufen ist, waren Verbrechen an diesem Volk. Das ist ein Punkt und das ist so und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. So. Versucht bitte alle eure Nachbarn irgendwie aus dem Sessel zu kriegen, dass ein paar mehr Leute auf die Straße kommen. Das ist wichtig für uns alle. Und denkt an eure Kinder, an eure Enkelkinder und Urenkelkinder. Die haben es verdient, ein vernünftiges, blühendes Deutschland zu finden und keine Trümmerwüste. Und wenn es eine Trümmerwüste wird, das werden, wenn die Ampel an der Macht bleibt. Das ist ein Faktum. Und dann braucht man auch sie nicht hinstellen und sagen, wir wählen jetzt den Herrn Merz mit seiner CDU. Da wählt man grün genauso. Das hat keinen Sinn. Weg mit den Altparteien. Schluss damit. Das Parteiensystem. Das Parteiensystem dient nur der Machtsicherung, nichts anderem. Denen ist es egal, mit wem sie ins Bett steigen. Die sind schlimmer als eine Hafenlotte. Und ich habe das vor 2 Jahren an dieser Stelle schon mal gesagt. Nicht das Parteibuch darf entscheiden, wer das deutsche Volk in seiner höchsten Vertretung vertritt, sondern die Besten und Klügsten aus unserer Mitte. Und kein Parteibuch darf darüber entscheiden, wer Minister wird, sondern wer was auf dem Kasten hat. Punkt. Und dass wir jetzt so traurige Gestalten herumzuhetzen haben, das wisst ihr alle selber. Auch wenn manche noch nicht mehr Nachrichten hört oder guckt, es ist einfach nicht zu fassen. Und Scholzi ist gerade mit seiner Bedarfsdemenz zur Behandlung nach Peking geflogen. Ihm ist da so einiges eingefallen, aber bedeutsam ist es nicht. Und ich glaube nicht, dass wenn die weiterwirtschaften und wenn wir das zulassen, dass die weiterwirtschaften, dass Deutschland dann noch eine Zukunft hat. Und das wäre sehr, sehr, sehr traurig. Macht's gut! Ja, danke schön. Ja, an euch. Fakt ist nun mal, wir haben die dümmste Regierung der Welt. Daran gibt es ja keinen Zweifel. Für nächste Woche rührt alle nochmal schön die Werbetrommel. Selber Status. Fakt ist, nächste Woche Montag, 18.30 Uhr hier. Unsere Unternehmer machen bestimmt auch nochmal ordentlich Werbung, dass wir einen vernünftigen Abschluss haben. Und dann sehen wir uns im September wieder. Aber ansonsten sage ich erstmal, bis Montag. Die Abwehr muss! Wir sind die! Die Abwehr muss! Wir sind das! Dankeschön! Bis nächste Woche! Ein Stopp, ein Redebeitrag haben wir noch. Ein paar Gedanken, auch ganz kurz. Ich habe nur 2 Zettelchen, weil ich Zahlen nennen will und da will ich keine falschen sagen. In der Vergangenheit hat sich ja so einiges getan. Und da möchte ich auf jeden Fall damit anfangen, dass ich mich bei Medienvertretern doch entschuldigen möchte. Ich habe überhaupt kein Vertrauen mehr gehabt. Das hat sich etwas geändert, denn es gibt zumindest einen von Ihnen, nämlich den Journalisten Paul Schreier, der mit dem Online-Magazin Multipolar erreicht hat, dass die Protokolle vom RKI aufgedeckt werden mussten. Für mich eine absolute Frechheit, wenn das Gericht beschließt, diese Protokolle müssen offengelegt werden, dass dieses Institut dort fleißig schwärzt. Und für mich ist das sowas von eindeutig. Wer schwärzt, hat was zu verbergen, der will das Volk weiter belügen. Was anderes kann das nicht sein. Und wenn ich dann lese,
dass ein gewisser Herr Lauterbach am 28.03. dazu sagt, das heißt, das RKI muss jetzt jeden um Erlaubnis bitten, der in den Protokollen genannt wird oder dessen Interessen genannt werden. Ja, hallo, warum müssen die um Erlaubnis gebeten werden? Mich hat auch keiner um Erlaubnis gebeten, als ich von der Gastronomie ausgesperrt wurde, nur weil ich nicht geimpft bin. Das hat man einfach von dort oben festgelegt. Und wenn man diese Protokolle zumindest teilweise liest, auch wenn vieles geschwärzt ist, kann man eines schon mal eindeutig feststellen, dass für die Hochstufung des Risikofaktors keine wissenschaftliche Begründung vorlag, von einem auf den anderen Tag hochgestuft, eine rein politische Entscheidung. Und natürlich haben diese Typen Angst davor, haben die Angst vor der Bevölkerung. Und ich bin davon überzeugt, dass da noch eine Welle von Arbeit auf die Gerichte zukommen wird. Ich kann es auch versprechen, denn auch meine Frau hat sich nicht an meinen Hinweis gehalten. Sie durfte frei entscheiden, hat sich impfen lassen und trägt jetzt einen körperlichen Schaden davon. Also ich lese diese Protokolle mit ganz, ganz großer Aufmerksamkeit und ich bin überzeugt, unsere Gerichte werden demnächst noch viel zu tun haben. Und das ist aus meinen Augen auch eindeutig, dass man in diesem Zusammenhang die Polizei missbraucht hat. Und es bahnt sich Ähnliches momentan auch wieder an. Ein zweiter Punkt, auf den ich kurz eingehen möchte. Am 9. April hat eine gewisse Frau Faeser nun endlich mal Zahlen vorgelegt. In der Bevölkerung sagt man seit Jahren, dass die Kriminalitätsrate steigt, aber das ist alles falsch, falsch, falsch. Nun blieb das Ganze nicht aus. Sie musste öffentlich zugeben, im Jahr 2023 waren 5,6 Millionen Straftaten in Deutschland erfasst. Gegenüber 22 ein Plus von 4,4%. Ja gut, wer mit Zahlen jonglieren kann, 4,4% hört sich ja gar nicht so viel an. Rechnet man das aus auf die Zahl der Kriminalitätsfälle, ist das ein Plus von 236.000 Fällen innerhalb von einem Jahr, die dazugekommen sind. 236.000 in einem Jahr heißt, jeden Tag im Vergleich zu 2022 646 Fälle mehr. Jeden Tag. Und interessanterweise, von diesen ganzen Straftaten entfallen 41% auf Menschen, die keinen deutschen Pass haben, so wie Frau Faeser das genannt hat. Ich zitiere also. Und komischerweise 41% der Straftaten, obwohl sie nur 15% der Bevölkerung ausmachen. Eigenartig. Man muss sich diese Zahlen mal durch den Kopf gehen lassen. 1 Frage hat die Frau Faeser dann letztendlich noch beantworten müssen. Ein Reporter der Bild hat gefragt, hat die Migration Deutschland unsicher gemacht? Sie hat klar und deutlich Ja sagen können. Nee, sie eierte wieder mal rum und sagte, der Zusammenhang ist richtig. Denkt drüber nach. So, ich habe ganz vergessen, wir waren heute 270 Leute circa und knapp 20 Fahrzeuge. So, nicht schlecht. Guten Berger, bis nächste Woche Montag. Ciao.